Wir beginnen dann gleich mal. So, achso, wir sind im Pausenmenü drin. Gut. Machen wir mal hier den Schalter erst auf. Warte, Moment, mal gescheit hier, ich hab grad hier. So, viel Herzen haben wir jetzt nicht gerade, aber wir müssen irgendwie dieses Ding drehen. Aber warte mal, können wir den mit einer Bombe drehen? Warte mal, ist von da aus näher. Irgendwie muss man doch das drehen können. Oder muss man da von da oben runterspringen? Ich hab mal gedacht, weil das fest ist, wenn man da aufkommt, dass er dreht, aber er dreht nicht. Hier geht da jetzt gerade irgendwie nicht weiter. Reicht ja so das Gefühl. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Hier ist noch eine Kiste. Das heißt, wir müssten eigentlich hier hin, aber ich weiß ganz ehrlich jetzt gerade nicht, wie ich weiterkommen würde. Irgendwo wird schon weitergehen. Nein! Mein Gott, jetzt muss ich jetzt gerade meine Uhr vibrieren. Thank you.
dass ich da falsch bin. War ich schon mal. Und dann schaffe ich es nicht mal. Aber schauen wir mal. Ja, weil hier war bloß eigentlich das da drin. Und da ging es auch nicht weiter. Hier runter müssten wir mal. Aber... jetzt komme ich genau da raus, wo ich schon war. So. Hier waren wir stehen geblieben. Aber wo könnte es hier weitergehen? Geh weg von dem Ding. Wenn ich das wüsste. Das da müsste ich drehen. Aber ich kann aus dem Wasser raus das nicht drehen. Nicht tauchen, mein Gott. Blinkt also manchmal. Blevis, ich komm da nicht hin. Kann man die Dinge... warte mal, kann man dich weg? Nee. Ich hab schon gedacht, die könnte man... na. Sie kommt auch nicht raus. Das heißt, ich müsste hier irgendwo. Aber kommt da überall nicht hin. Also ich denke mal, hier geht es nicht weiter. Sieht es hier aus? Eigentlich auch miese Piese. Problem ist, ich kann mich halt nirgendwo festhalten. Echt scheiße. Oh, kann der da runterspringen? Momentan bin ich in einer Sackgasse.
Ich hab schon gedacht, ich kann was mit den Händen hier machen, aber... Also manchmal sind die Dinge echt schwer. Geht noch da lang? Ja, aber ich glaube nicht, dass da mir was hilft. Nee, da komme ich hier gar nirgendwo hin. Oh, jetzt. Oh, ich blink immer noch. Aber hier war ich vorhin, glaube ich, noch nicht. Hä, aber wieso kann ich das jetzt nicht greifen? Ah, da war ich auch schon drin. Das hilft alles nichts. Da war ich schon überall. Ah, schau mal, halt nochmal ins Tor. Ja, da war ich schon, da war nur die Kiste. Nee, da geht's auch nicht weiter. Warte, wir könnten ja mal ein Ding sein. Ein Plätzchen. Juhu, der braucht gerade zu blinken. Aber mein Ziel ist es jetzt eigentlich heute schon, in den 2-3 Stunden, das Ding fertig zu bekommen. Ja, aber wir kommen nur hier hoch, aber was hilft mir das? Ha ha ha!
Hier geht's doch nicht weiter. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich hier. Also hier waren wir zuletzt. Aber. Wüsste ich jetzt aber auch nicht, was ich machen müsste. Ja, an beiden Ecken komme ich nicht hin. Weil hier könnte ich zum Beispiel aufdrehen. Aber ich komme an beiden Dingen nicht hin. Ah. Warte, ich kann ja meine komische, ich spring mal hochschraube. Warte mal, geht die vielleicht da hinten? Ach scheiße. Ah. Ich bin halt immer noch der Geiste. Okay, jetzt habe ich nichts zum Ding machen. Zwar jetzt mir ein Tänzchen, aber... Ah, und jetzt kann ich hier runterspringen. Wir kommen weiter. Okay, das war jetzt nicht so gut. Aber hilft nichts. Ich könnte mal wieder Energie brauchen. Wow. Warte. Ein Herzchen wäre jetzt süß. Hm, dann geht's. So. Okay,
Okay, und was hilft mir das jetzt? Ah, dass ich hier rüber weiterkomme. Jo. Jetzt habe ich den Bogen raus hier. Wir kommen weiter. Oh, wieder ein Herzchen. Und nochmal ein Herzchen. Yes. Warte. Wenn es mal den Aha-Effekt gibt, dann geht's weiter hier. So, jetzt sind wir hier oben. Ja, komm, Herzchen hätte es mir schon geben können. Schauen wir mal, was ist da drin. 20 Rubine, jetzt haben wir 690. Da waren wir schon. Nein. Shit. So. Aufladen. Geh weg, Spinne! Und wieder ein Herzchen. Hey, jetzt wird langsam. So. Was passiert jetzt? Okay. Okay, wir kommen jetzt darüber. Ja, aber wie würde jetzt man hier rüber kommen?
kann mich leider nicht runterschwingen. Ups, scheiße. Oder muss ich da erst später hin? Schauen wir erstmal weiter. So. Jetzt ist bloß die Frage, wo muss ich hin? Jetzt könnten wir da erstmal speichern. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft. So. Die lassen sich aber nicht gerade beeindrucken. Hä? Geht weg. Da brauche ich irgendwas zum Hochpumpen. Geht weg. Plätzchen, Geld, Plätzchen, wartet. Hallo? Boah, geht weg. Wartet. So. Ah ja, könnte man mit der Bombe. Sollen wir mal wieder tolle Bomben haben. So, was steht da? Trifft die in den Augen verborgenen Juwelen, der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Was? Trifft die in den Augen verborgenen Juwelen, der Mund schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Hallo.
Aber so weit komme ich doch gar nicht, oder? Warte, lass mich mal wieder rüber. Ich glaube, ich muss da noch mal hoch. Oder wo ich hergekommen bin? Nee. Ah nee, ich kann da drüber, weil das eine Fläche. Ah, ich müsste nicht da bomben, sondern drüber. Nein. Ja, aber wie soll ich da jemals drüber kommen? Oder muss ich doch da? Nee, ich komme da nie neben drüber. Okay, ich komme da nicht drüber. Ja, hallo, schwing doch. Ich muss das erst frei bomben. Hä, warum schwingt der jetzt nicht? Kann man da rüber schießen? Nee. Okay, jetzt habe ich echt eine crazy Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das ist, glaube ich, auch zu weit. Nein, 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 nein. Ich glaube, da komme ich gar nicht durch, oder? Und da werde ich auch nicht durchkommen. Das ist gleich zu weit. Oder reicht das? Okay, hat doch gereicht. Warte, nehmen wir gleich mal zur Ausrüstung oder welche. So. So blöd sind wir ja dann gar nicht. So, jetzt müssen wir die Blume das Ziel treffen. Okay. Ja, Link, aber wohl mehr Schwung hier. So. Nein. Schauen wir erstmal da. Wo sind wir denn jetzt? Ah,
Monat. Und was ist das für eine Kette? Eine Fabrik oder was? Was hilft mir das jetzt? Oder hätte ich woanders hin müssen? Nee. Aber was hilft mir das jetzt, wieder zu drehen? Jetzt mal blöde Frage. Hätte ich woanders hin müssen. Aber wo, da geht's denn nirgendwo hin? Moin! Sorry, dass ich jetzt erst zu spät guck. Hä? Jetzt geht's in die Richtung. Aber was hilft mir das? Dann war ich doch da drüben. Für was? Ist es? Ja, jetzt komme ich aber nicht mehr rüber. Also muss ich drehen. Wie geht's? Mein Rutsch. Aber für was hat mir das jetzt was gebracht? Ich verstehe es nicht. Woanders. Hä? Fragt's mich nicht, wie ich da hochgekommen bin.
So, da kann man greifen. Ja, hallo! Hä? Ja, jetzt lasst mich doch mal los! Was ist denn bei euch schiefgelaufen? Lass mal gucken, muss ich da hoch? Geh weg! Freut mich. So. Mir geht's auch gut. Bewege die Statue zurück und kletter am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Nochmal was? Bewege die Statue zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Jetzt speichern wir erstmal. Ey, das Spiel ist echt mega geil, aber manchmal. Okay, verstehe. Okay, wie drehe ich die Statue wieder zurück hier, oder was? Was treibst du heute so den ganzen Tag? Ich hab mir gedacht, ich spiele mal heute ein bisschen nachmittags Zelda, dass ich abends Resident Evil zocken kann. So, gleich nochmal speichern. Wenn der Posten schon im Weg da steht. So. So, jetzt wieder in die Tiefe. Aufpassen, ich komme. Okay. Hä? Und wo finde ich jetzt den Schlüssel? Hä? Der hat doch gesagt, wenn ich die Ding zurückbewege, finde ich den Schlüssel. Will der mich jetzt verarschen? Muss jetzt extra wieder hochklettern, oder was? Warte, das muss ich nochmal lesen. Das hat jetzt nicht verstanden. Danke für deinen Sub. Im vierten Monat. Bewege die Statue zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Okay, irgendwo gibt es dann hier einen Schlüssel. Muss ich jetzt hier runter oder wo ist ich? Ja, bist jetzt schon 4 Monate mein Kunde. Schau, jetzt war ich so überwältigt, bin ich leider runtergeflogen. Ich muss, glaube ich, hier wieder runter.
Boah, geht's weg, geht's weg, geht's weg. Ja, aber wo finde ich den Schlüssel jetzt? Ich check's nicht. Ist der jetzt frei? Da sind wir doch jetzt frei. Griff in den Augen, verborgene Juwelen im Mund, schließt sich, der Fluss wird gestoppt. Er hat doch gesagt, dreh das Ding runter. Du findest den Schlüssel. Will der mich jetzt verarschen? Wo ist jetzt der Schlüssel? Ah, warte, ich muss ihm die Augen treffen. Warte. Okay, was habe ich jetzt erreicht? Dass das Ding nicht mehr fließt. Jetzt wartet mal. Schauen wir mal. Ja, aber was hilft es jetzt? Fließt das Ding dann nicht mehr? Und? Weil da war, glaube ich, noch was drin. Was steht da dran? Triff die Augen, wenn man im Mund nützlich, der Fluss wird gestoppt. Ja und? Und? Was hilft mir, dass der Fluss gestoppt wird? Warte. Scheiße. Der andere Weg lieber. War doch sonst noch was drin, oder? Ach, das war das. Aber was hilft das? Was hilft jetzt das, dass der Fluss gestoppt ist? Warte mal. Okay, da geht nichts mit der Musik. Ah, vielleicht durch den Mund. Ja, wie komme ich da hoch? Ah, vielleicht muss ich was beim Mund treffen. Ich glaube, das war bloß die Klappe, dass nichts durchkommt, oder? Jetzt mir. Ich verstehe nicht, was ich da machen muss. Die erzählen mir gerade irgendwas von, dann kriegst du einen Schlüssel und dann. War doch nichts mit Schlüssel. Bah! Und dann ist er einfach verflogen.
geht nichts. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt bin ich da oben von dem Ding. Fragt mich nicht, was ich machen muss. Ich weiß es nicht. Was muss ich denn machen jetzt? Da ist eine Kiste, aber... Versteht es jemand? Ich nicht. Und verstehe, die schreiben, wenn man das Ding dreht und wieder runter geht, findet man den Schlüssel. Aber wegen Schlüssel. Bewege dich dazu zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel.
check's nicht. Wo ich den jetzt finde? Keine Ahnung. Also hier kann er ja nicht sein, oder? Lassen wir mal da Bombe. Graben kann ich auch nicht. Das hilft auch nichts. Jetzt fehlt mir gerade der Aha-Effekt wieder. Ja, wo soll ich denn hin? Ach so. Den Schlüssel meinen die. Du hast den gesegneten Schlüssel erhalten, die hoch. Holzschnitzer Stahl Grüte aus, die an der Stadt im oberen Stock werden. Und tschüss. Ah, okay, jetzt haben wir es geschafft. Okay, jetzt kommen wir gleich zum Endboss. Jetzt weiß ich nicht, ob ich... Das hilft nicht, das da. Was hilft denn? Hä? Was habe ich jetzt damit gemacht? Kann man da Infos irgendwo raus? Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich noch schnell ein Ding holen sollte. Die zweite Flasche. Weil ich jetzt natürlich auch nicht weiß, wie stark der Boss-Fight wird. Wartet mal, was sagt ihr schnell? Wenigstens irgendwo speichern. Mal gucken, wo sind wir jetzt hier angekommen? Da kann man speichern. Speichern wir jetzt noch schnell. Ja, wir probieren es jetzt mal mit einem, notfalls. Notfalls müssen wir halt noch eins holen. Falls wir besiegt werden. Muss doch einmal drehen, wie geht das? Manchmal muss doch nach innen, oder ne? Aber wie dreht man da andersrum? Ach so, jetzt hat. Ach
so bewegt man das etwa. Nee, passt gar nicht. Auch nicht so jetzt. Irgendein Bossfight kommt jetzt. Aber ich weiß bloß noch nicht welcher. Okay, man merkt schon. Ah, man kann hier speichern. Ja, man merkt, hier kommt ein Bossfight. Es gibt Leben. Habt ihr vielleicht noch hier Fee oder sowas? Ja. Ja, mal schauen, was da kommt. Notfalls müssen wir halt nochmal holen. Ah, du schon wieder. Du bist ziemlich hartnäckig. Ja, danke. Ich benötige eine kostbare Zeit, um einen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so lästiges Getier wie du. Du schlägst mir doch ein wenig auf die Stimmung. Denn du? Artefakt der Finsternis, da Ilo, ne? Okay. Bruder, was bist denn du? Okay, hier gibt's Pfosten. Hey! Wow! Super. Okay. Okay, warte, ich komme mit dir noch gar nicht zurecht. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ah, ich weiß gleich, was ich mit dir anfangen muss. Jetzt. Hoppala, was soll ich jetzt machen? Ja, ich komm doch gar nicht mal mehr um die Ecken rum. Jetzt nervt mich nicht. Thank you.
Nein! Oh, ernsthaft? Nein, zu langsam. Nein. Scheiße. Nein, ich bin zu langsam. Oh, nochmal. Das gibt's doch nicht. Schwester. Haust jetzt mal auf den Boden.
Degumi, ey. So, du nährst verlangsam. Du haust immer deine eigenen Männer zusammen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hui. Hau mal am Boden hier. Hallo. Oh, dann. Nein, du sollst nicht dauernd deine Kinder da holen. Hau mal dein Kind, ja genau. Hau Boden. Hau Boden, nicht mich. Ich seh da nix. So, hau Boden. Hau doch Boden. Junge, hau Boden. Ja, Boden. Komm, mach. Hab ich dich jetzt? Ja, Mann. Vierten Tempel geschafft. So, jetzt muss ich erstmal schnell Trinker holen. Erstmal nachladen am Trinken. So. Wo geht's hier raus? Hier hinten. Boah, das nehme ich mit. Das Andenken. Okay, doch, ne? Das Schwert hätte mir jetzt taugt. Das wäre eine Flamme. Gebieter, das Schwert. Alter. Jetzt haben wir Grünes. Pharus Flammes hat dein Schwert gestärkt. Seine Klinge ist gewachsen, es ist schärfer als je zuvor.
Ich merke zwar jetzt keinen Unterschied, aber kommt ja raus. Ich spüre es auf. Ein Stück des Treeforce. Gestärkt durch die Heilige Flamme ist dein Schwert gewachsen, Gebieter. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lernen. Kehr dafür zurück zum Städte der Lieder. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lernen. Kehr dafür in die Städte der Lieder. Okay. Okay, wer wartet jetzt auf mich? Ah, du wieder. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn nie. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Aber noch weißt du voller Kraft, deines Schwertes nicht einzusetzen. Du musst weiter lernen, dein Geist muss wachsen. Bis bald. Erstmal speichern. Speichern ist immer wichtig. So, und dann geht's ab ins Wolkenmeer. Nein, nicht in dahin. Wir wollen ein neues Liedchen lernen. Ja. Oh, warte mal, vielleicht können wir da jetzt ein Schätzchen holen. Warte mal. Ich muss schon mal auf dem Weg dahin sind. Vielleicht kann man da jetzt ein Schätzchen holen. Okay, jetzt haben wir aber schon einiges an Herzen. Jetzt haben wir, warte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muss jetzt so Kacke reinfliegen oder was? Hallo? Ja. Nein? Jetzt an dich verlaufen, Ding. Nein! Nein! Hey, es könnte doch nicht so schwer sein, da jetzt hochzukommen. Aber die ist, glaube ich, noch schwarz, oder? Ja. Kürbisinsel habe ich auch noch. Ah, jetzt holen wir erstmal schon unser Ding.
unser Liedchen. Ich hab doch gesagt, ich soll da zurückkehren. Jetzt geht's auf einmal. So, was kommt jetzt für ein Liedchen? Dieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Bitte, höre nun die Botschaft der Göttin. Suche der heiligen Flamme, lausche meine Worte, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch zwei heilige Flammen fehlen dir, um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu halten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstütze von der Kraft der göttlichen Schätze und du wirst die heilige Flamme erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in den Wüste Ranelle, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Dieses Lied heißt Narus Weisheit. Ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du hast die Narus Weisheit eingeprägt. Narus Weisheit eingeprägt. Ich werde Narus Weisheit für dich aufbewahren. Mit Ausrusu kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Bring dich nun auf zur Wüste Ranelle.
Hier runter hier. Also waren wir jetzt gerade. Kürbisfarben muss ich noch machen. Da könnten wir mal kurz hinschauen. Sind das überhaupt Viecher? Ich habe immer gedacht, das sind Gegner, aber irgendwie die reagieren gar nicht. Böse. Ich würde auf den Sack gehen sie mir jetzt zwar, also ja. Da hab ich. Hä? Aber wieso wird das mir nur angezeigt? Warte. Hä? Aber die hab ich doch schon. Kisch. Hier gibt's dann nochmal eine. Steht, da zeigt mir doch eine Kisch an. Oder ja? Hä? Da ist doch nichts mehr. Okay. Dann verstehe ich es nicht. Aber die Kiste ist ja eigentlich offen. Ja.
Okay, verstehe ich dann nicht, warum es dann eine Kiste anzeigt. Ja, dann probieren wir mal den da. Also, ups, muss ja abbiegen. Wo ist denn der jetzt hier, oder? Bin ich zu weit oben? Nein, jetzt bin ich falsch. Ach, hier unten ist der. Warte mal, jetzt muss ich um raus und rein, oder? Ich müsste ihn jetzt eigentlich, warte, ich müsste ihn jetzt absiegen. Und dann klein schneiden. Schauen wir mal, ob das da geht. Wartet. Nee, das geht doch gar nicht. Warte, ich war gleich zu langsam. Aber. Geht das? Nein, hä? Aber im Originalen geht's, wieso geht das hier nicht? Hä, da geht's. Ja, einmal noch kommt. Wartet, das war jetzt gar nicht mehr so schlecht, dann hätte ich gleich von anderen Richtungen schlagen müssen. Wartet, das war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Das war jetzt eigentlich cool, aber ich weiß nicht, ob ich dann da auf so viel komme. Ja, ist wieder nur 15. Bin glaube ich bei jeder Folge da drin. Neunzehn. Ah, oh, Mann. No.
Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der reicht. 11 würden mir fehlen. Aber wie komme ich dann? Warte, ich muss dann glaube ich auch mal andere Richtung schlagen. Warte, es könnte funktionieren, eventuell. Wie könnte denn das funktionieren? Muss ich ein bisschen warten, dass der kippt, oder was muss ich denn da machen? Weiter, oder? Der muss weiter kippen. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Oder ich muss mir schneller hauen. Ich weiß noch nicht, wo da der Trick drin liegt. Ich weiß noch nicht, wo da die Rätsellösung drin liegt. Ich brauche 30. Na, das war gar nichts. Außer, ich versuche den mal. Also ich versuche den mal jetzt zu schneiden und dann mal gleich mein Wirbelding und dann mal schauen. Keine Ahnung. Oh, der war jetzt nicht schlecht. Oh, 7 hätten wir noch gekillt. Ja, von denen habe ich jetzt schon genügend hier. Mich würde mal interessieren, wo da Rätselslösung ist. Ah. Vielleicht alle möglichen Kampftechniken durchsuchen. Hang, ha, ho, ha, je. Was ich bei dem schon Geld lassen. Kipp doch nach rechts, links. Komm, lass mich das schaffen, dann habe ich das wenigstens auch hinter mir. Schau mal, so müsste ich es eigentlich schaffen. Wartet mal. So.
Habt ihr gesehen? So müsste es eigentlich laufen. Aber zwischen dem und dem liegt eine ganz andere Wahrheit. Vier. Das war knapp. Schön, das ist ein scheiß Kugel. Ei. Vier hätten mir noch gefehlt. Kippt nach rechts. Warum kippt das Ding nicht nach links? Kann man da weiter unten anfangen? Warte mal, muss ich mal ausprobieren. Weil es bleibt immer noch der Ding da eigentlich hängen. Ui, warum lässt er mir den nicht weiter schneiden? Wieder so ein Kackding. Ja, komm einmal. Also ich krieg wieder Geld. Aber unter 700 will jetzt nicht kommen. Ah, vielleicht muss ich kontrollieren, die Baum, wie der Baum fällt. Wartet mal. Einmal probier's jetzt doch noch. Komm, einmal nur. Eigentlich wollte ich nicht unter 700, aber... Jetzt wartet mal, lass mal gucken, wie der Baum fällt. Okay, das war gar nichts. Okay, wir gehen wieder. Ja, komm. Wenn ich das mal schaffe. Warte, jetzt reisen wir mal auf diese bunte Insel. Ob da jetzt die Tochter von ihm zu finden ist. Da ist die Punkte unten.
Nee, dies geht noch nicht zu öffnen. Hallo. Was soll ich nur tun? Es ist nur so verzweifelt. Was ist los? Meine Roulette-Scheibe hat sich von einem Rücken gelöst und ist nach unten gefallen. Ohne Hilfe kann ich diese Insel zu keinem vergnügten Ort machen. Unmöglich. Ich soll jetzt weitergehen. Wenn sie wirklich auf der Erde Erdland gestürzt ist, dann wirst du dann wohl. Such dann nur. Und wie bitteschön soll ich etwas wiederfinden, das durch diese dichte Wolkendecke gefallen ist? Das ist doch Mumpitz. Total der Wahnwitz. Absturzquatsch. Ich kann das Objekt, das diese Person sucht, als gegenwärtige Ziel für die Ausbruchsuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, muss ich dieses Objekt aus der Aura-Suche entfernen. Soll ich die Änderung vornehmen und die Aura-Suche so einstellen, dass du nach dem Roulette-Scheibe suchen kannst? Nein. Ja, aber in der Aura-Suche ist momentan das eingesetzt. Tut mir leid. Halt, gehen wir mal wieder in unser Dorf. Könnten einmal beide Getränke schnell füllen. Hast du was Neues für mich? Gehen jetzt die anderen auch mal. Ich habe einen neuen Trank im Angebot, mein Lieber. Ich nenne ihn Lufttrank. Dieser Trank sorgt dafür, dass sich unter Wasser deine Luftanzeige ein wenig langsamer leert. Das ist doch wirklich praktisch, oder? Wie ihn aussehen und ihn kaufen willst, du weißt ja schon, wie das geht. Ist das der da oder was? Ja, wie soll ich den bitte schon auswählen, wenn man dich auswählen kann? Das hier ist ein Lufttrank, wenn du so einen Trank nimmst. 20 Rubine nur. Boah. Das ist jetzt nicht schlecht. Ah, ich will den roten. Kann ich verfeinern? Inventar. Ja, gut. Einmal kann ich verfeinern. Ich habe leider nichts mehr. So, kann der irgendwie was an meinen Ausrüstung machen? Hey. Inventar. Scheiße. Wegen Bienenlarven kann ich es nicht machen. Hm.
Das könnten wir aber mal machen. 14, 3, ja. Okay! Verbessern wir mal das. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Du hast den Streuschleuder halten. Ach so, das war's mit der Ding. Haben wir das? Wüstengras bräuchte ich noch zwei. Na, dann könnte ich die auch mal groß machen. Schade. Bienenlarven würde mir fehlen. Schild. Oh, für Schild wollte ich auch noch. Stark. Aber für was habe ich eigentlich zwei von diesen Kackbeuteln? Oh. Was ist los mit dir, ne? Heiliges Schild, ich mag kein heiliges Schild. Kleine. So. Brauche nur zwei von dir. So. Schauen wir mal, was mit meinem Fitness-Typ los ist. Batterieleistung lässt nach. Ja, wir müssen eh dann Feierabend bald. Ja, was ist mit dir los da? Ja. Hä, aber wo war jetzt der? Ach, da hinten war der Fitness-Typ. So, was ist jetzt mit dir los, ja? Na gut, aber jetzt schau ich nochmal. Warte, die fällt ja nicht mehr, ne? Kann man immer brauchen. Ist das jetzt immer noch schwarz? Ja, immer noch schwarz. Das heißt, die geht auch nicht. Ah, warte, jetzt könnt ihr aber mal schauen, ob die innere aufgeht. Die da hinten, vielleicht geht jetzt die auf. Warte, gehen wir mal schnell rein. Da war auch noch eine Truhe. Warte mal, die war bei dem hinten hier drin. Nee, die ist auch noch schwarz. Schade. So, jetzt schauen wir mal bei dem nachts vorbei, ob da jetzt endlich was gibt. Warte, Falter. Hallo. So, jetzt. Ich muss noch einmal mein Ding anstecken. Mein Controller schnell. Schauen wir aber bloß noch schnell da rein. Ob mein Nachbar jetzt endlich fit ist. Jetzt, puh, guten Abend, Link. Ich habe weiter drin, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach wieder zu schlapp. Sag mal, Link, hast du vielleicht noch so einen Ausdauertrank? Nein, ich darf nicht immer nur auf andere verlassen. Ich werde es alleine schaffen.
Willst du mich jetzt bekloppt machen? Jetzt habe ich gerade so einen roten Drang reingefüllt. Der will mich doch echt verkohlen, der Typ. Ah, nee, das war ja Toilette, mein Gott. Jetzt braucht der schon wieder einen Ausdauertrank. Hätte er mir doch mal früher sagen können, bevor ich rotes Ding reintan habe. Naja, 20 Rubine umsonst. Wir haben doch das Geld. Nee, den nicht, den da. Ist doch kein Thema, wir haben doch die Kohle. Ich spare zwar auf 1000 Rubine, aber wir haben die Kohle. Gib mir das da. 50 Rubine. Ja. Was tut man nicht alles für Freunde? So. Jetzt habe ich mal weniger Geld. Ich habe gedacht, ich war mal bei 700. Hey, das Leben kostet Kohle. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich stecke jetzt mal schnell meinen Controller an, bevor der leer geht. Wir machen mal kurze Pause.
Mein Gott. Jetzt habe ich vergessen umzuschalten. Ich bin bloß dabei reingerannt. Also nichts Schlimmes. Nein, jetzt habe ich vergessen umzuschalten. So, jetzt sieht's wieder aus. Ja, danke, ich bin da mal so frei. Ja, ich fühle mich wie neu geboren. Meine Müdigkeit ist verflogen. Manchmal mache ich mir Sorgen, wie das ewig so weitergehen. Wie lange muss ich so weitermachen, bis ich stark werde? Was denkst du, Link? Wie viele Liegestützen muss ich wohl noch machen? 1000? So viele? Der Weg zur Stärke scheint mir steil und steinig zu sein. Es ist alles klar, ich werde stärker sein. Komm bald wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Okay, 1000 war zwar echt übertrieben, Link. Also. Linky Boy, 1000. So, dann haben wir das Ding erledigt. Dann muss ich wieder einen roten Saft holen. So, was müsste man noch alles erledigen? Die Kürbisse bräuchte man noch. Den Baum müsste ich eigentlich noch schneiden. Den Rest haben wir eigentlich alles. So, jetzt holen wir einen roten Saft und dann gehen wir in die Wüste von Ranelli und machen dann die Aufgabe noch. Viel machen wir halt eh nicht mehr. Der Saft hier. Genau. Hey, yo. Hey, yo. Ja, genau, den da würde ich. Danke. So. So, jetzt habe ich schon gedacht, es passiert irgendwas. Ja, Kohle für irgendwas kaufen haben wir leider nicht. Kohle haben wir leider nichts. Hallo Link, dank deiner Ausdrücke konnte ich so viel trainieren, dass ich zu einem wahren Kampfpaket geworden bin. So stark wie du bin ich aber wohl immer noch nicht. Besuch mich doch nachts in meinem Zimmer, dann können wir uns noch ein wenig mehr unterhalten. Dein Ernst jetzt? Mein Mann. Hä? Wie geht jetzt mit dem Controller die Ding? Das ist Aura-Suche? Aber wie geht jetzt der Ding hoch? Ernsthaft jetzt? Oh Mann, jetzt heißt diese Joy-Con. Nein. Controller, Scheiße. Wie geht jetzt das Ding hoch? Ernsthaft jetzt? Ich will nicht diese Joy-Con-Controller-Ding haben. Ah. Oh. Muss ich den Ding-Controller bewegen, um was zu fangen? Da warten wir lieber bis der andere Controller fertig ist. Machen wir vielleicht schon vorher Feierabend. Weil so ist miese-piese zu spielen. Jetzt holen wir nur schnell das, was der will. Und machen wir einen Feierabend. Die
dem anderen Controller ist gleich besser zu spielen. Da haben wir jetzt diese Bewegungssteuerung drin und nee, die taugt mir gar nicht. Ach so, na, vorhin sagst du zu mir. Vorhin sagst du zu mir, schau nachts bei mir vorbei. Kann er mir jetzt sagen, in 5 Jahren, dass ich nochmal vorbeischauen soll? Nein. So, jetzt speichern wir nochmal drüber und dann machen wir für heute Feierabend. Ich wäre fast wieder ins Klo drin. Was ich mit dem Klo habe. Oder wir gehen auch schnell in Ranelle-Wüste. Machen wir heute mal Feierabend. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und es geht weiter um 21 Uhr mit Resident Evil 2. Bis dann. Ciao, ciao.